Herzlich willkommen zum Gottesdienst aus dem Haus der Kirche. So wollen wir in diesen Tagen für Sie da sein, wo immer Sie auch sind. Rufen Sie doch gerne an, auch Ihren Pfarrer oder Ihre Pfarrerin. Oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Mit dem nötigen Abstand können wir gut verbunden sein und bleiben. Wir sind da mit guten Worten auf alten und neuen Wegen. Wir sind im Dienst. Wir halten Gottesdienst. Wir feiern, dass Gott uns dient, im Beten und im Hören. Gott ist die Quelle, die uns belebt. Jesus Christus ist die Wahrheit, die uns befreit. Der Heilige Geist ist die Kraft, die uns verbindet. Wir wollen beten. Wir kommen zu dir, Gott, mit all dem, was wir auf dem Herzen haben. Mit unserer Sorge und Angst, mit Sehnsucht und Hoffnung. Du bist da. Wir können aufatmen. Du sagst uns dein Wort. Du stärkst und segnest uns. Dafür danken wir dir, Gott. Amen. Sind Sie im Dienst? Arbeiten Sie in diesen Tagen und können jetzt gerade mal Luft holen? Im Lebensmittelhandel und in der Pflege, in Politik, Polizei und Fürsorge, da gibt es jetzt mehr als genug zu tun. Sie müssen und Sie wollen für andere da sein. Systemrelevante Berufe, das ist ein Wort, das ich jetzt neu gelernt habe und dann ganz fröhlich wahrgenommen, endlich stimmt mal der Applaus. In diesen Diensten haben Sie ja immer Dank und Respekt verdient. Aber jetzt ganz besonders, weil Sie Ihr Leben für andere einsetzen. Danke. Manche Dienste sind plötzlich nicht mehr gefragt. Mancher Laden bleibt abgeschlossen. Und Selbstständige haben trotz aller Zusagen schlaflose Nächte. Und hoffentlich treue Kunden, die mal anrufen und sagen, bleib da, wir kommen wieder. Schwer ist es jetzt auch für die Angehörigen von Kranken und Alten, die sie nicht besuchen dürfen. Dabei wäre körperliche Nähe so wichtig. Zu viel Nähe gibt es auf der anderen Seite auch, wo Kinder zu betreuen sind, die sonst zur Kita oder zur Schule gehen. Stress mit den Hausaufgaben, Streit in der kleinen Wohnung, da leisten Eltern und auch Geschwister Großes. In diesen Tagen sind viele besonders getroffen, die immer wenig haben. Wenig Lebensmittel und wenig Kontakt. Alleinsein ist nicht leicht. Und die jetzt einsam bleiben, die tun damit auch ihren Dienst für die Gemeinschaft. Auch das hat Danke verdient. Alle, die mal anrufen und nachfragen, ob Hilfe gebraucht wird, sind ein Lichtblick. Wir erleben eine große Zeit der Dienste, auch der Messenger- und Streaming-Dienste. Wir bleiben in Verbindung. So viele sind füreinander da. Es fällt nicht leicht, es gelingt auch nicht immer und nicht allen, aber unsere Gemeinschaft wird stärker. Mir macht das Hoffnung, dass Dienen Konjunktur hat. Im Matthäusevangelium lesen wir dazu: Aber Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Wir gehen hinauf nach Jerusalem in leidender Liebezeiten und sehen, wie einer für alle stirbt, um uns einen Platz zu bereiten. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, das Opfer der Welt zu sehen, zu spüren, wie unsere Not vergeht und
gehen hinauf nach Jerusalem, zur Stätte der ewigen Klarheit, wo Leiden und Ohnmacht in unserer Welt, da finden wir Christus in Wahrheit. Es ist wohl gar nicht so leicht zu begreifen, das mit dem Dienen. Jesus sagt es seinen Jüngerinnen und Jüngern jetzt zum dritten Mal. Bei uns gilt nicht, wie viel Macht und Waffen einer hat. Groß ist jeder, der sich kümmert, ob er für eine Menschenseele betet oder ein Volk regiert. Da ist jede systemrelevant. Jesus hat eine frohe Botschaft. Jedes einzelne Menschenleben ist Gott lieb und wichtig. Und die Blinden sollen sehen und die Lahmen gehen. Die Armen haben etwas zu sagen. Gerechtigkeit soll sich ausbreiten. Mit dieser Ansage von Gottes Liebe hat Jesus viel riskiert, denn sie ist bedrohlich für alle, die mit Gewalt herrschen. Er selbst ist in seinem Dienst weit gegangen. Er hat Kranke berührt und geheilt und Brot geteilt. Er hat Füße gewaschen und böse Geister ausgetrieben. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, hat er dem gesagt, der ihn nach einem guten Leben fragte. Und er hat das gute Leben gefeiert. Jesus hat ausgehalten, dass seine Freunde schliefen, als er Todesangst hatte. Er war bitter einsam, als er am Kreuz starb, verspottet und verraten. Christus hat sein Leben für viele gegeben. Das ist der größte Dienst, den man sich vorstellen kann, dass einer aus Liebe sein Leben lässt. Damit es keine gibt, die glauben muss, ich bin verloren. Gottes treue Liebe befreit und macht lebendig, über den Tod hinaus. Wir dienen Gott, wenn wir uns gegenseitig helfen. Jeder auf seine Weise in dieser Leidenszeit. Und wo wir schwer zu tragen haben, da ist Jesus an unserer Seite und uns voraus, mit aller Kraft. Ich hoffe und glaube, dass Gott aus dieser besonderen Passionszeit Gutes wachsen lässt. Die guten Erfahrungen, wie wir uns gegenseitig beistehen, die können aufgehen wie Samenkörner und Liebe wächst wie Weizen. In diesem Jahr werden wir es sicher nicht unbeschwert feiern. Aber es kann ein frohes Ostern werden auf der Erde. Und Gottes Friede, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre uns Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Guter Gott, du bist uns nahe, wo wir ohnmächtig sind, einsam und ratlos, mit deinem Wort. Du bist uns nah, wo wir einander dienen, mit deiner Kraft. Mehr als wir fassen können, willst du uns Gutes. Wir bitten dich für die Kranken, um Beistand und Trost. Für alle, die jetzt einsam sind, bitten wir um Geborgenheit. Für die, die wir jetzt nicht besuchen können, dass sie behütet bleiben. Für alle, die sich um Kranke kümmern, in Kliniken und in Heimen. Gib ihnen Kraft für ihren Dienst und bewahre sie vor Ansteckung. Wir bitten für die, die nach Therapie und Impfstoff forschen, um raschen Erfolg. Und für die Frauen und Männer, die uns mit dem Nötigen zum Leben versorgen, dass sie gestärkt werden. Für alle, die sich kümmern in Politik und Verwaltung, um Weisheit und gute Beratung. Für die, die um ihre Existenz fürchten, um verlässliche Unterstützung. Für die Armen bei uns und für die Geflüchteten auf der Welt bitten wir, dass Hilfe sie erreicht. Wir beten mit den Worten, die Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und er behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.